Rechtsruck in Europa, Willkommenskultur verabschiedet sich, die oder wir. Solche oder so ähnliche Sätze hören wir immer wieder. Die Veranstalter des Festivals Contre le Racisme in Göttingen wollen heute dagegen ein Zeichen setzen. Mein Name ist Torge, ich bin von Univision Göttingen und wir schauen uns das Ganze heute einmal an. Ich jetzt Single bin, hab ich per Handy erfahren. Denn als ich mit Inge ging, hatte ich die Mandy im Arm. Als ich mich erklären wollte, da war sie längst nicht mehr da. Und hatte einen anderen Gangster am Start, der vielleicht männlicher war. Kein Plan, ich fände das stark, wenn allen Leuten mal die Rollen von Geschlechtern egal. Naja, die meisten Menschen denken nicht nach. Ihre Welt geht grad so bis zur Oberfläche und fast. Ein Film zum Runterkommen, scheiße Laptop zu laden. Dieser Hundesohn, ich hab... Wir stehen hier jetzt mit... Lisa. Und? Mandy. Ihr wart jetzt gerade auf dem Festival. Wie hat es euch gefallen? Bisher war ich nur eine halbe Stunde da und habe Maya zugehört. Also ich bin auch gerade erst gekommen. Okay. Aber sehr, sehr gut. Also ich liebe Maya und ihre ja, Rap-Geschichten. Also mega schön. Und du? Tatsächlich fand ich das schade, dass ein bisschen wenig noch bisher los ist. Mhm. Aber so das Angebot finde ich auf jeden Fall super. Mit den Musikern, die heute auftreten. Und auch das leckere Essen und die Getränke, die es gibt. Also es ist echt super. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Es ist ja ein Festival gegen den Rassismus, gegen allgemeinen Rassismus, gegen jede Form davon. Ja. Wo würdet ihr sagen, dass in Göttingen, wo linke Strukturen ja durchaus sehr stark sind, dass ein impulsgebende Kraft sein kann? Und seht ihr, dass das notwendig ist? Oder wie empfindet ihr das? Also was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass mein früherer Französischlehrer sich ganz stark mit den Antifa-Organisationen engagiert. Und ich glaube, dass tatsächlich trotz dessen, dass es hier so sehr liberal rüberkommt, doch Tendenzen gibt, gerade unter sehr jungen Leuten, die vielleicht nicht so super reflektiert mit Faschismus umgehen und dass gerade für die solche Konzerte wichtig sind, aber auch genau der richtige Ansprechpartner sozusagen sind. Weil junge Leute gehen einfach auf Konzerte und ich denke, deswegen ist es echt eine gute Sache. Die Musik geht wieder los, aber wie siehst du das? Ich finde, man kann immer über alle Rassismus reden, weil es ist ein strukturelles Problem in unserer ganzen Gesellschaft. So vielleicht, also als Beispiel Göttingen haben wir auch Rassismus im Kopf. Vielleicht merken wir es manchmal immer nicht. Oder es gibt viel zu wenige Menschen, die sich vielleicht damit auseinandersetzen und das reflektieren. Genau. Und was ich an Göttingen sind, also ich finde es hier voll geil, dass es stattfindet, so voll wichtig. Aber es ist vielleicht ein bisschen schade, dass es nicht so externe Attraktivität hat. Also es sind halt viele Leute hier, die das schon kennen, die sich in der Uni schon sowieso damit auseinandersetzen vielleicht. Und ich weiß nicht, inwiefern der externe Zugang ist, so, ob da so eine Barrierefreiheit überhaupt gegeben ist und so die Leute da. Also, du meinst, man müsste mehr Leute, die vielleicht nicht unbedingt in der Szene oder in der Thematik drin genau. sind, motivieren, näher zu kommen. Und auch das mit den Workshops. Es gibt so viele spannende Workshops und so, aber ich weiß nicht, da nehmen schon Leute teil, die eh schon Teil dieser Szene sind. Genau, das meinst du. Wir stehen hier jetzt mit Aljoscha Deigner vom ASTA, der uns ein bisschen erzählen wird, was dieses Festival denn heute eigentlich ist. Hi Aljoscha. Hi. Also, was ist denn das Contre le Racisme? Das Festival Contre le Racisme ist eine Aktion, die in Frankreich seinen Start genommen hat, vom französischen Studierendenverband, was der deutsche Bundesstudierendenverband, die freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften, auch in Deutschland eingeführt hat. Und hier Studierendenschaften vor Ort unterstützt, das in Eigenregie umzusetzen. Und das haben wir nach 2013 dieses Jahr wieder gemacht. Wo siehst der ASTA und wo siehst du die Notwendigkeit, dieses Festival wieder anzubieten? Es war ja anscheinend eine Herzensangelegenheit eurer Basisgruppe oder des ASTAs, dass, wenn ihr diese Mehrheitsverhältnisse wieder habt, das wieder anzubieten. Genau, also einerseits finden wir es halt eine schöne Möglichkeit, den Studierenden was von ihren Studierendenbeiträgen wiederzugeben, indem wir ein großes Musikfestival anbieten, was irgendwie für Spaß sorgen soll hier, dass man sich irgendwie vor der Bühne
rumtanzt, Spaß hat und dass man halt Musik hören kann. Aber gleichzeitig ist halt der Versuch, ein Low-Level-Angebot zu schaffen für Vorträge, wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Themen wie Alltagsrassismus, Xenophobie, und das machen wir halt nebenbei. Also neben diesen Konzerten am Freitag und Samstag gibt es auch über 10 Vorträge im Aster-Gebäude, wo man sich halt auch wissenschaftlich mit den Themen auseinandersetzen kann. Curtain game, where you at? Where you at? Where you at? Come on, Kevin. I may need you to give me a little bit on these keys. Just a little bit for the people right now. Real quick. Uh-huh. Okay. Come on. Warum ein Festival gegen den Rassismus? Warum seht ihr gerade eine, als ASTA, die Notwendigkeit, genau das anzubieten? Das könnte ja auch ein anderes Festival sein. Ja, also zum einen sieht man ja, dass zurzeit rechte Konjunktur herrscht. Das heißt, wir haben sehr viele Übergriffe auf Geflüchtete, aber auch auf Menschen, die nicht in das Weltbild von Rechten passen. Das haben wir hier in Göttingen zum Glück noch nicht so stark. Das ist aber im Umland schon sehr verbreitet. Der Freundeskreis Thüringen-Niedersachsen verbreitet seine Hetze in Dransfeld und war auch schon in Göttingen. Und wir wollen hier ein Zeichen setzen, dass wir das strikt ablehnen, dass wir für eine offene Gesellschaft sind. Und deswegen wollen wir das hier auch zeigen und auch wissenschaftlich uns mit diesen Phänomenen Rassismus und Xenophobie auseinandersetzen, um halt zu zeigen, dass es halt eine Ideologie ist, die nicht auf guten Menschenverstand zurückzuführen ist, sondern eher komplett verblendet ist. Nun ist das große Thema dieses Jahr Antiziganismus. Wie seht ihr die Notwendigkeit dafür, das auch in Göttingen nochmal zu betonen? Antiziganismus hat zum einen die historische Komponente, dass zum Beispiel die Verbrechen des Nationalsozialismus an den Sinti und Roma erst sehr spät in den 80er Jahren erst in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind und oft erst nachträglich in KZ-Gedenkstätten zum Beispiel auch Ehrenmale für getötete Sinti und Roma errichtet wurden. Zum anderen haben wir die heutige Problematik, dass ehemalige Balkanländer zu sicheren Herkunftsstaaten ernannt werden, obwohl sie keineswegs sicher sind. Wir wollen sensibilisieren für das Thema und deswegen gibt es zum Beispiel von Blackbox Abschiebung einen Vortrag, der sich halt vor allem auch mit der Lage der Roma-Geflüchteten irgendwie beschäftigt. Deswegen haben wir da einen Workshop zugemacht, der dieses Wochenende zum Beispiel angeboten wird. Aber wir bieten auch ganz allgemeine Vorträge zum Beispiel wie zum Thema, was ist Nationalismus? Weil Nationalismus auch ein Motor für Antiziganismus sein kann, weil man halt Ausgrenzung schafft gegen andere Menschen. Wie siehst du denn mit diesem Jahr die Zukunftsaussichten für dieses Festival? Wie stellst du dir vor, dass das in Zukunft weiterläuft, wenn es denn weiterläuft? Kann es weiterlaufen? Ich würde mir sehr wünschen, dass es weiterläuft. Das hängt natürlich auch dann von den Wahlergebnissen im Januar ab, ob dieser Aster so weiter besteht oder ob es eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Studierendenparlament gibt. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Grundstein gesetzt, auf den man aufbauen kann, wenn man will, in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wir zeigen dieses Wochenende, dass wir halt organisatorisch auch so ein Festival ausrichten können und dass wir, glaube ich, dann auch in den nächsten Jahren mit noch mehr Zuschauern und Zuschauerinnen rechnen können, weil so ein Festival sich natürlich etablieren muss. In Hannover, das ist jetzt nicht unser Maßstab, aber da hat sich über die Jahre eine Fanbase aufgebaut, dass dort 5000 Leute zum Festival hinkommen. Vielleicht ziehen wir dann irgendwann von der Wiese hinterm Blauen Turm auf den Platz der Göttinger Sieben und machen dann ein großes Festival in ein paar Jahren. Aber große Pläne also. Bist du gerade beschäftigt? Das ist, warum es bei mir nur Tagebuch, Schnaps und Tracks gibt. Dass ich jetzt Single bin, hab ich per Handy erfahren. Denn als ich mit Inge ging, hatte ich die Mandy im Arm. Als ich mich erklären wollte, da war sie längst nicht mehr da. Und hatte einen anderen Gangster am Start, der vielleicht männlicher war. Kein Plan, ich fände das stark, wenn allen Leuten mal die Rollen von Geschlechtern egal. Naja, die meisten Menschen denken nicht nach. Ihre Welt geht gerade so bis zur Oberfläche und fad. Ein Film zum Runterkommen, scheiße Laptop zu laden. Wir sitzen hier jetzt mit Jesko und du warst gerade auf dem Festival. Richtig. Wie hat es dir gefallen? War geil. Also was? Cool. Gibt viele verschiedene Stände, die alle auch gutes, leckeres Essen anbieten.
Du bist selber Veganer, oder? Nee, Vegetarier. Vegetarier. Aber ja, nah dran. Fast nicht zu verwechseln. Fast nicht zu verwechseln. Ja, was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Am besten gefallen hat mir die Musik. Also ich hätte nicht gedacht, dass da so coole Musiker auch aus der Umgebung auftreten, die man einfach nicht kennt. Und also von denen ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und dann zu sehen, dass es hier tatsächlich so talentierte Musiker gibt, die dann auch tatsächlich auftreten, das ist schon hat echt was, cool. Hat was für sich, sagst du. Hat was für sich. Und würdest du sagen, dass so ein Festival den nötigen Impuls sendet? Oder ist dieser Impuls deiner Meinung nach nötig? Ich meine, ist es ein Festival gegen den Rassismus? Ich glaube, Leute, die rassistisch sind, würden nicht unbedingt auf das Festival kommen. Das ist sicherlich richtig. Andererseits ist es natürlich schön, die ganzen Workshops zu haben zu verschiedenen Dingen, wo man sich selbst nicht ganz so sicher ist, ja, was ist das jetzt eigentlich, wenn die da von Antisemitismus reden. Und das dann zu erarbeiten und zu sehen, wie man dann selbst besserer Mensch werden kann. Das ist schon ganz cool. Alles klar, vielen Dank. Dann noch viel Spaß heute. Ja.